Oi. Oh, Leute, heute gibt's mal wieder ein spontanes Unboxing. Sehr spontan, komplett unvorbereitet. Okay, musst du sogar mich kurz nochmal absichern, dass mein Mikrofon läuft. Ohne Softboxen, richtig faul, heute mal auf dem heimischen Bett. Ja, gucken wir mal rein hier nach dem Intro. So, Leute, also erstmal machen wir das hier zu, weil es regnet und ich weiß nicht, das nervt ein bisschen. So, setze ich mich mal jetzt gemütlicher her und erzähle euch mal eine kleine Story zu dem Bild, jetzt sage ich schon Bild, ich habe euch noch gar nicht begrüßt. Oh Mann, was ist das, oh Gott, es geht schon wieder gut los. Ja, so Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin gerade wiedergekommen aus dem Urlaub vom Leonard und da liegt hier so ein Paket. Und das machen wir jetzt mal auf. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich schon sage, von wem es ist. Oder nicht. Ich sag's noch. Nee, doch, ich sag's. Also, passt auf, Leute. Guckt euch das an. Wie? Nee. Diese Unboxing-Skills, Leute, das. Nee. Oh Gott, das Video. Nee, das ist jetzt schon. Ach du Scheiße. Oh, es tut mir so leid. Ich war einfach nur faul. Ich wollte das Paket öffnen. Für euch. So. Ah, naja. Leute, der liebe Pyromatador, ne? Hat mir ein Paket geschickt. Ja, eigentlich wollte ich nur. Vielleicht habt ihr es ja gesehen auf Instagram. Der hat neue Visitenkarten. Und ich habe gesagt, yo, schick mir mal welche, weil ich die voll geil finde. Und da habe ich gesagt, also habe ihn so privat geschrieben, gut, yo, da mache ich halt ein Video drüber, weil so gehört sich das. Ist auch, keine Ahnung, ist da nicht der Rede wert, so. Ich setze mich mal noch ein bisschen anders hin, gegen das Licht. Und er meint so, yo, okay, dann packe ich dir noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Oh Mann, ey. Naja, lesen wir mal, was hier steht. So. Hey Dennis, wünsche dir viel Spaß mit den Visitenkarten, ein paar Extras sind auch dabei. Ein paar. Hashtag Bananenarmy. Hashtag. What? Für gönnen? Ach, G steht für gönnen. Lieben Gruß, Pyromatador. Jetzt wo ich die Möglichkeit habe, zu seinem Kanal mal was zu sagen, weil das passt eigentlich. Oh, ich kenne den Dude schon so. Oh, das sieht so schön aus, ne? Oh, wie geil. ich kenne ja seinen Kanal schon ein bisschen länger und ey Leute, tut mir mal den Gefallen und guckt mal bitte sofort nach dem Video oder jetzt, wenn hier oben hier diese Infokarte reinkommt, sofort auf dem Kanal vorbei. Also bitte tut mir den Gefallen, weil der Junge hat es einfach so verdient und der legt eine Quali an den Start, das ist unfassbar. Unfassbar. Ach, also immer, Leute, ich sage immer gern, Liebe spreaden, ne? Liebe. Ach. Junge, Junge. Patrick, bist du denn wahnsinnig? Okay, nun ja. Haben wir hier eine Tischbombe. Prosit, naja. Gab's die nicht im Deal oder so? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, sogar eine Weko-Neuheit vom letzten Jahr. Hm? Da. Ah, schön. Dann haben wir hier ein paar Mini-Raketen. Die hat er hier noch reinbekommen. Eine von Weko und drei Naughty Screamer. Die sind immer schön. Die mag ich. Die sind richtig geil. So, hier, Hyperframes, ich grieße dich. Hier hab ich auch noch, schön. Und hier, kommen sie, also das ist eigentlich, ey Leute, guckt euch doch mal an, wie geil die sind. Also ich meine ja nur, klar, wir machen Druck, ja, aber ich muss jetzt mal kurz, also alle unterschrieben. Was ein Ehrenmann, was ein Ehrenmann. Vielleicht mache ich auch mal ein Gewinnspiel, da kann ich welche dazulegen. Warte mal, sind das alles dieselben? Er hatte zwei oder drei diese, ah, ich sehe gerade, okay. Siehst du, da? Da geht's weiter. Und das, also drei Designs oder zwei. Och Gott, Leute. Oh, ey. Finde ich so geil. Das ist so eine geile Gestik von dir. Oh, Junge. Oh, nee, du machst mich fertig. Ja, was haben wir denn hier? Guck mal her. Kellerböller. Ja, China Böller D und Super 1. Ach nee, Super Böller B heißen die ja bei Keller. Und das Paket ist halt auch nicht ohne, also es sind halt schon schöne Artikel drin. Hier,
Vegas Vulcano, ne? Dann hier Premium Böller, Alter. Digga, was geht mit dir? Oh, es ist so schön. Oh, Leute, guckt alle bitte bei ihm vorbei. Bitte, 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 bitte. Ich kann es nicht anders sagen. Hier ein liebgewonnenes Bombenrohr von uns Pyros. Der Flashbang von Weko. Richtig geil. Gibt's ja jedes Jahr am Lidl. Dann hier auch was Geiles, ein Thunder Kong Max. Weiß gar nicht, ob ihr im Hintergrund meinen PC hört. Und der ist an und der ist laut. Ja. Eine Chaingang hat er mir auch noch reingepackt. Aber noch mit dem Fink Pink Slogan. Das ist ja auch was Geiles, du. Bam P2. Illegales Feuerwerk schickt er mir. Flash. Also hier die Blitztürme, die gerne mal explodieren. Hier ein Smoothbug und ein Retro-Böller. Was ich jetzt auch wieder erwähnen muss, hier, Thundercracker, auch schön, oh, geil und weich. Der Liebe macht da jetzt seinen Kanal neu. Ne? Ich glaube, wenn das Video kommt, ist schon lange der Kanal neu aufgesetzt. Geil, die hatte ich auch noch nicht so richtig. Danke, danke, danke. Also, Leute, es lohnt sich, guckt da auf jeden Fall vorbei und könnt ihr mal auch ein bisschen in die Kommentare schreiben, dass er von mir kommt. Das würde ihn auf jeden Fall freuen, er hat so verdient. Ey, er hat nicht mal... Ich glaube, gerade zum jetzigen Zeitpunkt etwas über 100 oder so, 150 so. Überhaupt, ich komme da gar nicht drauf klar. Er hat 1000 Mal mehr verdient. Super Crackers, ne, kennt man ja. Und tschüss. Was ist denn das hier? Alter, what? Okay. Lol. Okay, das ist auch was ich gar nicht kenne. Warte, ich mach's mal auf. Ach so, er hat einfach nur eine Packung genommen und da ein paar Böller reingetan. Ist aber auch süß. Hier, von Keller. Oder sind das verschiedene? Moment. Ne, es ist alles Keller. Ist aber auch cool. Das ist eine coole Verpackung. Nice. Sonic Storkel aus den Cut 1 Setten. Überraschungsvulkan. Was haben wir denn hier noch? Ah, Pyro 988 und Pyrofee. Ja, die müssten ja auch einen... Ach, geil! Oh, habe ich alles noch nicht. Wen haben wir hier? Black Powder Pyro. Alter, wenn du das siehst, Grüße. Hier, Feuerwerksfreak, du wirst es wahrscheinlich sehen. Grüße an dich auch. Geil. Oh. So, was haben wir hier? Pyro Trackstar. Ui, die ist schon... Obwohl, das war damals die neuere. Da sollen wir wieder Videos machen. Mini Knaller haben wir auch. Nochmal den wundervollen Smooksbar. Yo, was ist los? Smooksbar, richtig geil. Blitzcracker. Dann hier... China-Knaller von Weko. Und nochmal richtig viele Ketten. Also auch, boah, so geil. Oder Ketten? Ja, das sind Ketten. Ja. Also, es ist wirklich, also, oh, Digga, so eine geile Gestik, wirklich. Also, ich sag's nochmal, Leute, eigentlich wollte ich ja nur das hier, ne? Wer schickt mir das hier dazu? Och, naja. Dann war's das auch schon wieder mit den Videos. Hier. Also, die sind so gut gelungen, ne? Ja, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, ne? Schaut bitte, 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 bitte bei dem Jungen vorbei. Der hat so verdient. Das ist... Es gibt so viele Pyro-YouTuber, die nicht, noch so im Untergrund sind. Und er gehört da übelst dazu, finde ich, so. Weißt du? Ja. Leute, spontanstes Unboxing ever. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Das kommt ja wahrscheinlich wieder an den Mittwoch, weil, ne? Haut rein, bis dahin und ciao.